Und dann schauen wir mal, ja, was Valley so ist. Ich drücke neues Spiel. Und wir spielen ein, warte mal, was ist denn was? Das Dunkle, glaube ich, ne? Wir spielen einen Mann. Ist, glaube ich, auch komplett auf Englisch. Na? Richtig geiler Sound, aber leider war der PS4 nur Stereo. Einfach nur der Wahnsinn. Okay. Was hast du bezahlt? Und willkommen zu Valley. The lifeless is sage to contain an incredible earth-sharing powering. Und das andere kann ich nicht lesen, weil ich mit deiner Fettwampe davor sitze. While mostly written of my myth, some edgecologies are still determined to trace down the elusive item, learning some to incredible. Hey, looks like I missed you. I just wanted to wish you luck before you headed out. I still can't believe you're doing this. I mean, hunting down the, what was it? The life seed? You gotta admit, that sounds crazy. I mean, even if this mythological thing that can shatter worlds or whatever actually exists, what are the chances of you tracking down this ancient relic in the middle of the Rocky Mountains? Listen, I know you want to prove the thing exists. I get that. It's an adventure. Hell, it's your career, but can't you do something normal like the rest of us and just backpack Europe or something? Spend a month in Thailand? But hey, if by some miracle you find this thing and become the most famous archaeologist of all time, beers are on me. I'll even trade in your tinfoil hat for a whip and fedora. I just really hope all those canoeing lessons pay off. Blue Island Studios proudly presents Remote, was steht da? Percy? Ich glaube, ich werde mich unless discount can go listen. Alter, meine Fresse, das sieht aber geil aus. Alter Schwede. Okay. Ja, herzlich willkommen zu Valley. Ich glaube, ich werde mich ein bisschen. Es ist immer noch sehr laut, muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Es ist immer noch sehr laut. Ich glaube, ich mache mal so auf Hälfte. Okay, was war das? Ach, Master-Volumen. Achso, damit regle ich komplett alles. Machen wir mal so. Luxus-Sensity mache ich mal doch lieber wieder zurück. Ist doch ein bisschen extrem. So. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Ja, Valley. Willkommen zu Valley. Ich, ja, keine Ahnung. Ich, Alter, meine Fresse. Es ist ein Indie-Spiel. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe es ein bisschen länger, seit längerem schon auf dem Schirm. Habe es auch gesehen in Videos. Und es sah sehr interessant aus. Kann ich rennen? Huch. Ruin? Caves? Drawings? Where the hell am I? Erinnert mich ein bisschen jetzt gerade von der Schrift her und so. So ein bisschen von The Vanishing of Eden Carter. Was ist das denn hier? Okay. Okay, wir sind irgendwo in so einer Höhle. Ich kann nicht springen anscheinend. Boah, Alter, wie geil das aussieht. Alter Finne. So. Und ich habe keine Ahnung, worauf wir uns einlassen. Ich erstmal durchs Hold to run. Okay, L2. Yeah! Warum soll ich rennen? Hat das einen Grund? Ja, gut, dann. Ich würde aber gerne in Ruhe ein bisschen alles angucken. Ich bin ja so ein Erforscher, wisst ihr ja. So. Ich glaube, es ist heute ein bisschen ungünstig gewählt von mir, so ein blaues T-Shirt, also ein dunkelgrünes T-Shirt zu wählen. Oder dunkelblau. Ich keine Ahnung, so eine Mischung aus blau und grün, wenn ich den Greenscreen benutze. Ist ein bisschen ungünstig, glaube ich. Achso, ich wollte mal eventuell. Soll ich mich eventuell vielleicht nach oben setzen? Oder vielleicht auf die andere Seite, nach links? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ein bisschen. Ich werde noch mal kurz die Kameraeinstellung machen. Warte mal. Ich weiß, es ist jetzt in der Aufnahme. Ah ja, Geh mal mit deinen Einstellungen. Soll er vor dem Stream machen. Dann geh woanders gucken.
Huch, das ist ein bisschen mehr, Alter. Okay. Ich glaube, ich kriege das Krissel nicht weg. Kann ich das? Oh, ich kann es dunkler machen. Ja, ich glaube, wenn ich es dunkler mache, ist glaube ich ein bisschen angenehmer. Kann ich hier den Kontrast? Ja, ich glaube, mit dem Kontrast ist glaube ich ein bisschen besser. Wenn ich ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht bekomme, Transparenz. Ich kann mich sogar durchsichtig machen. Yay, geil. Ich glaube, ich lasse die Transparenz mal so. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. So, Return. Ja, so ist ein bisschen besser. So habe ich auch ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Ne? So. Alter, meine Fresse, wie das aussieht. Ist ja geil. Und ich ging durch den Wald. Und kam aus einer Höhle. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Wo ich herkam. Und ich hatte Hände und Füße. Alter, ich muss mal eben irgendwas wegpacken. Ich hatte das ein bisschen... Okay, wir spielen auf jeden Fall einen Mann. Hatten wir am Anfang ja ausgewählt. Ich hoffe, es ist... Ich glaube, es ist... Ja, ich weiß, ich nerv wieder mit meinen Einstellungen. Es ist, glaube ich, ein bisschen zu dunkel. Ich mache das Spiel mal ein bisschen heller. Ja, so ist schon ein bisschen besser. So. Ja, müssen wir mal gucken, was hier so ansteht. Hier ist ein Baum. Boah, Alter. Alter, das sieht ja geil aus. Ist hier oben irgendwas? Ich geh mal gucken. Boah, wie hübsch das ist. Und ich habe auch keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nur, ich habe gesehen, das soll wohl irgendwie so ein bisschen... Valley. Es soll wohl ein bisschen parkourmäßig sein. Aber ansonsten... Das Mysterium Valley. Boah, ich liebe solche Spiele, die einen so in so einer Traumwelt entführen. Ich hoffe, sowas kommt noch für VR. Das ist der Baum des Lebens. Schade, dass es nur auf Englisch ist. Aber soll uns egal sein. Hier singt jemand. Voll geil gerade. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin irgendwie total geflasht. Springen kann ich ja nicht, ne? Ne. Also zumindest noch nicht. La la la. La la la. La. Da war ein Busch. Also für alle, die verpasst haben, Emily Wants to Play. Eine Folge ist schon raus auf YouTube. Die andere muss ich noch schneiden. Hey, ihr Klein. Oh, ihr seid aber süß. Oh, sind die süß. Alter, sind die süß. Was sind das denn für geile Viecher? Alter. Hallo, HSV-Fan. Prost zusammen. Willkommen zur Let's Play Live-Show und zur Valley. Oh, seid die süß. Was seid ihr denn? Oh, die sind ja niedlich. Boah, die sind ja voll geil. Wo steht denn hier eine Flasche? Nee. Und unten rechts im Bild ist eine Flasche, aber ansonsten. Oh, sind die süß. Oh, warte. Hey. Voll geil, feier ich, ohne Spaß. Mega. What is this place? Was ist das für ein Ort? How hard did it my head? Huch, ui, ui, hello. Voll süß, die Dinger. Hammer. So einen hätte ich gerne auch zu Hause. Gruelix, hallo, willkommen zur Let's Play Live Show. Achso, für YouTube, falls ich das auf YouTube hochladen werde. Was ist das denn? Okay, raschel, raschel. Falls ihr das auf YouTube hochladen werdet, wir sind im Stream, ne? Also wir nehmen das wieder im Stream auf. Falls du mal dabei sein willst, einfach, wie gesagt, mal jeden Freitag und Samstag vorbeischauen. Ab 20 Uhr. Leuchtende Pilze. Sind die immer noch da? Hey, die sind immer noch da. Voll geil. Voll die kleinen grünen Gnome. Und, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hochlade. Keine Ahnung, ob es so spannend ist, irgendwie zum Zusehen. Fürs Let's Play weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach nur ein Streamspiel. Ich nehme es trotzdem auf, ne? Okay. Ein alter Militärwagen. Hier liegen so 8-Spurbänder.
Ich kann auch nicht zoomen. Kann ich irgendwie was... Nein, kann ich nicht. Die einzige Taste, die ich gelernt habe, ist Rennen. Ich bin gespannt, wofür die brauchen. Okay, das liegt schon. Das Fahrzeug liegt schon. An old army truck. Must have crashes here. Years ago. Ja, habe ich ja gesagt, vor ein paar zig Jahren muss es wohl passiert sein. Der ist hier gecrashed. Der hatte 8 Spurbänder, Alter. Da würde ich gerne mal jetzt gucken auf den Bändern, was da drauf ist. Das wäre interessant. Was können wir denn hier machen? Press to open. Looks like a machine suit. Okay, das sieht aus wie ein Maschinenanzug. Press Dreieck to pick up the LEAF suit. Pendulum. Heute in der Wochenshow. Aha. So, the Leaf Suit, hä? Huh? Cool. Okay, wir haben ein Leaf Suit jetzt bekommen. Press X to jump. Alter, wow. Ah, let's see what the old audio reel is. Okay. Oh, Audio-Tagebuch, wir können es nicht verstehen. Virginia King. Audio Journal, June 4th, 1941. Shortly after the outbreak of war in Europe, I was enlisted by the army to study the history of this valley. The mysterious forest sprites seem to be the last living remnants of the long-lost culture that once lived here. A large number of them seem to inhabit the northeast sector of the valley, just past the ruins where the life seed, rumored to possess an earth-shattering power, was found. That's as good a place as any to study them. Search for the lifeless near the ditch side, okay. Da müssen wir mal gucken. Wir haben auch einen Kompass. Ich glaube, so open-worldig wird es, glaube ich, nicht. Aber Alter, wie hoch der jetzt springen kann mit dem Suit. Ui! Ui! Assess Tunnel A. Okay. Also haben die hier... Na toll, wir können es überhaupt nicht lesen. Für die Leute, die Englisch können, ja, die können es sich gerne übersetzen. Ich kann es gerade nicht. The North East Ditch Site, providing a number... technology for the... explore... Tools many seed use. The lucky can attempt... Keine Ahnung. So. Leider auf Englisch. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es leider nicht ändern. Es gibt keine deutschen Untertitel. Und auch... Oh ja, wo sind wir denn? Was haben wir denn hier? Military Checkpoint Tunnel Assess. Mhm. Wir sind irgendwo, keine Ahnung wo. Wir sind ja irgendwie an so einem Tunnel, ne? Es könnte sein, dass wir hier unten sind bei T. Da unten. Ich bin mal nicht ganz sicher. Haben wir jetzt andere... Alter, guck mal. Okay. Cooles Bild. So, wo geht's denn weiter? Wo geht's denn hier hin? North East Dickside. Da müssen wir hin. So, jump. Uha, oh Gott. Hallo? So, wir haben auch oben irgendwie so eine Energieanzeige. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Ah, das funktioniert. Ist ja geil. Ich habe auch keine Ahnung, wofür die Energieanzeige da oben ist. Und da oben ist auch eine Nussanzeige. Null. Und irgendwie so ein Hufeisen oder keine Ahnung, was es ist. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Müssen wir mal schauen. Archaeological Extraction Site. Mhm. Hier ist schon wieder ein Tunnel. Wieder so ein Pappaufsteller. Tunnel
B ist es hier. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht rein, ne? Ne. Huch, okay. Run down the stulps to again monumentum to jump higher and further. Alter! Boah, jetzt geht aber ab. Boah, die Musik gerade. Feier ich irgendwie. Jetzt geht los. Oh, das kann ja lustig werden. Oh Gott. Oh Gott. Boah, geil. Boah, mega. Boah, geil, Alter. Dass das Spiel jetzt so ein Tempo aufbaut. Boah, krass. Okay, ich soll ja rennen, ne? Energy Stones with the leaf suit. Now there's Amrita can be given to one's living things. Was heißt das? Was soll ich denn da drücken? Was? R2. Use the shots of energy throws it. Ah, okay. Wo denn? Hier oder was? Hallo? Und jetzt? Ach so! Man kann... Ach, wie geil! Man kann Tiere wieder zum Leben erwecken. Yeah! Greenpeace, guckt euch das an, ja? Boah, geil. Die Musik dabei. Lalalala. Voll Mittelalter. Da komme ich nicht so rauf, oder? Nein, so nicht. So schon mal nicht. Vielleicht von hier aus. Ja, das sieht gut aus. Oh Gott, das kann ja... Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst vor das, was da noch kommt. Touch. Warp. Ah, okay, da kriegen wir Energie. Geil. Aber wir haben ja schon voll die Energie. Yeah! Cool. Ging's da auch irgendwo hin? Nö. So. La 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 la. So, jetzt da. Okay. Ist wahrscheinlich jetzt erstmal Tutorial, ne, damit wir erstmal ein bisschen reinkommen. Alter, wie schnell der rennen kann. Ich bin Spider-Man! Was kann ich denn jetzt? Kann ich hier die Tiere nochmal untamen hier so? Life can also be taken from the nearly living things, reaching energy. Ah, okay, wir können das Leben auch nehmen von Tieren. R1, to take a life. Ach so. Ah, wie krass, um halt Energie zu kriegen. Oh, das ist immer fies. Will ich aber nicht. Ganz ehrlich, will ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Ich nehme kein Leben, um Energie zu kriegen. Das müssen wir so hinbekommen. Ohne irgendwie Leben zu nehmen. Hallo, Bambi. Hallo. So, wo geht's denn hier hin? Ah, North East Dick Side, da müssen wir hin. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich lass mich da... Hallo, Hase. Mein Name ist Hase. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Guten Abend, Niki. Ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Und ganz ehrlich, wir kriegen immer die Orb Balls. Wieso soll ich, da irgendwie ein Leben nehmen. Ich werde keine Tiere das Leben nehmen, nein. Restricted Area. Aha, autorisiertes Personal only. Mhm, ja, okay. Oh Gott. Ich frage mich... Quest updated. Find the way through the Ascent Ruins. Okay, einen Weg in die Ruinen müssen wir finden. Wahrscheinlich da irgendwie bei dem Kopf. Was ist das hier? Alter, geil. Oh, da sind die kleinen Süßen wieder. Oh, wie geil. Kann ich das auch anvisieren? Nee, es geht nicht. Okay. Ah, guck mal, die Kleinen wieder. Hey, ihr Süßen. Hallo. But I
I've ascribed a new word for it. Voll geil. So. The beauty of that word seems to rival the majesty of this place.